Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Guten Tag, ich bin Jutta Lindemann aus Dirmstein. Schön, dass Sie wieder bei uns reinhören. Vor kurzem habe ich gelesen, ein Mensch ohne Gott gleicht einer Pflanze ohne Wasser. Sie kann nicht bestehen, sondern früher oder später verwelkt sie, vertrocknet sie. Das brachte mich zum Nachdenken. Stimmt das? Hat das etwas mit unserer heutigen Situation auf der Welt, in unseren Gemeinden, in unserem Land etwa zu tun? Wenn ich in unsere Kirchen schaue, so finde ich nur noch wenige, die Sonntag für Sonntag bei Gott die Quelle des Lebens suchen. Viele haben ihm schon halb oder ganz den Rücken gekehrt, kommen nur noch selten oder gar nicht mehr, haben vielleicht ihren Glauben schon verloren. Warum ist das so? Sind wir Menschen vom Alltag so überfordert? Mit der Arbeit, die sich auf unserem Schreibtisch oder der To-Do-Liste türmt? Mit all den Ansprüchen, die manche Mitmenschen um uns herum haben? Mit der Wohnung, dem Haus, welches geputzt sein will? Unser Kopf, unser Körper, unsere Seele braucht unsere Kraft für etwas ganz anderes. Verzweifelt suchen wir nach einer halben Stunde Ruhe, nur für uns. Seit Jesus in die Welt kam, gilt für alle Menschen, bei ihm, dem Sohn Gottes, ist die Quelle des Heils. Wenn wir uns an Jesus halten, dann werden wir nicht vertrocknen wie Pflanzen ohne Wasser, sondern dann werden wir ewig grünen. Jeremia war bereit, sich helfen zu lassen. Er wusste genau, an wen er sich wenden muss, und er vertraute darauf, dass Gott ihm helfen wird. Das ist wie mit einem guten Freund. Wenn wir ihn um Hilfe bitten, ist Gott für uns da. Selbst in aussichtsloser Lage wird er helfen. Ich muss nur vertrauen und ihn im Gebet bitten. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Im Glauben und Vertrauen auf Gott, unseren Vater und Herrn, dürfen wir fühlen, wie wir Gelassenheit bekommen, wie wir Frieden in Gott finden. Das Heil Gottes ist der Kern des Lebens, nicht die Unversehrtheit und Funktionstüchtigkeit unseres Körpers. Auf Gott zu vertrauen, sich an ihn zu wenden, das tut meiner Seele gut. Dann habe ich wieder Kraft im Kopf, die von dort in meinen Körper strahlt. Ich bete für uns. Herr, du bist der, der mir in jeder Lage wirklich helfen kann. Du bist der rechte Helfer. Du kannst mich retten, wenn ich krank bin, wenn ich gesündigt habe. Dir vertraue ich mein Leben an. Ich alleine schaffe meinen Alltag nicht. Doch mit deiner Unterstützung, mit deiner Begleitung werde ich es schaffen. Sollte ich etwas falsch gemacht haben, werde ich es mit deiner Hilfe wieder zurechtbiegen. Ich will vertrauen, dass Jesus heute mit mir geht. Er wird helfen, bewahren und retten, so wie es für mich gut ist. So vertraue ich darauf, dass dieser Tag für mich und für die Menschen, denen ich begegne, zum Segen wird. Und das wünsche ich auch allen unseren Hörern. Amen. Nun bleibt behütet mit dem Segen des Herrn. Mit seiner Gnade beschenke euch Jesus Christus. Gottes Liebe begleite euch auf allen Wegen. Der dreieinige Gott halte euch in seiner Gemeinschaft und schenke euren Herzen seinen Frieden. Amen.